Herzlich willkommen zum Crash Bash Nachfolger, der da lautet Crash Team Racing. Yes, Sir! Ja, boah, ja, fangen die Trophäe, Crash, genau. Crash Team Racing, mein Nachfolger vom Crash Bash. Da ich kein Anfänger bin und auch kein Könner bin, nehme ich ein Fortgeschrittener wie Crash Bandicoot. Viel Glück und fahr schnell. Tja, schnell fahren, du Junge, im wirklichen Leben, also. Das sind auch so Tempo-Boost, auch bekannt Rückspiegel habe ich auch schon gehabt, ja. Da war Mario Kart weit davon entfernt, so eine Rakete, die trifft mich leider nicht. So, die Glasflaschen haben auch schöne Wirkungen. Ah, da werde ich dann mit einer Bombe getroffen. Ach, verdammt, ich glaube, ich bin mit einer eigenen Waffe gefahren. Oh, 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 ich muss mal Gas geben hier, sonst wäre ich nur noch Zweiter. Alter, der mir den Nitro vor die Linse fast gibt. Akku, Akku! Weg da! Was will ich mit diesen Kanonen? Mit diesen Bomben? Wenn sie nicht zielen, sind quasi die grünen Panzer. Und der greift jeden Spieler vor mir an. Das ist quasi der Skachi. Nur ein verbesserter. Nein, keine Rakete in die Fresse, nein! Mein armer Motor hält das nicht aus. Die Schutzbarriere kann man natürlich auch als Waffe einsetzen. Zack! Ich habe gleich mal den ersten Skill unter Beweis gestellt. Okay, Akku, Akku, da brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist eigentlich wie ein Stern. Genau, das fällt mir ein. Das ist eigentlich wie ein Stern aus der Mario Kart Serie. Jetzt bin ich verbrannt. Nein, ich brannt. Jetzt hat mich noch jemand getroffen, oder was? Alter, ihr seid so gemein. Die Uhr. Okay, da habe ich einen Grafikbug. Natürlich hat man ja so seine Punkte, wo man am besten die Items hinlegt. Seht ihr ja schon, da fallen die Gegner sehr oft rein dann. Also es wird noch schwerer. Spätestens nach dem ersten Bosskampf, der auch bald kommen müsste. So. Hier oben, da kommt man auch irgendwie rein. Oh, nur ich nicht. Nur ich irgendwie nicht. Fährt man da gleich da oben lang, da oben. Nein! Hätte ich ja nicht abwehren können mit der TNT. Aber ich mache es eh in den Nitro. Oder doch nicht. Ah, abgewehrt. Fast noch platt gefahren, aber das ging noch gut. Ich habe einen großen Vorsprung eigentlich wieder. Also erste zu werden ist eigentlich nicht gerade schwer. Es sei denn, man lässt sich platt fahren, so wie ich. Wäre genug gegen mich zu fahren? Ich zeige dir, wie das fahren. Der letzte im Ziel ist ein Eierkopf. Ja, also das war Ribaru. Der fordert mich heraus. Oh! Und falls ihr denkt, mit TNT ist es genug. Nee. Das kann auch noch schlimmer werden. Dafür bekomme ich viele Angriffs-Items hier. Was willst du eigentlich, Ribaru? Was willst du von mir? Komm, voller rein. Yes! Achtung, einige Buchstaben sind schwer zu finden. Danke. Ich weiß nicht, wo sie da, glaube ich, noch alle sind. Mit Akku, Akku wird das schnell gehen. Oh, Feuer frei. Zack. So. Alter, der hat mich doch getroffen, die Rakete. Egal, ich habe meine CTR-Sammlung komplett. Nein, 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 nein. Letzte Runde. Aber wenn man hier getroffen wird, verliert man nicht sein Item. Irgendwo nochmal Glück gehabt dann. In dem Sinne. So, perfekt. Das bedeutet, wir kriegen nochmal 10 Sekunden abgezogen. Was reicht dafür, den Gold Relikt? Ja, für Platin muss man eigentlich schon perfekt fahren können. Da ist das eher okay. So, die Flasche kann man natürlich auch nach vorne werfen. Und das sollte man gezielt, nicht so wie ich, ja, wahllos der Gegend rum machen wie ich. So, wobei ist das scheiß T? Da ist das T. So, da gibt es nie eine Siegerehrung. Da gibt es nur einen CTR-Chip und fertig. Ah, perfekt. Das war jetzt mal ein guter Start. So, hier gibt es aber jetzt 32 Kisten und ich habe das Gefühl, ja genau.
Genau, jetzt kann ich schon gar nicht mal einsammeln, also es geht mir nur darum, die Zeit zu unterbieten. Bei den Geheimen immer noch ein roter CTR-Chip. Danach hätte ich dann schon zwei, weil der erste war auch einer. Und das. Ach, die Nito, die kann man gut hier hinlegen. Weil die da gerne lang fahren. Das ist auch so ein kleiner Vorteil, den man als Spieler hat. Man weiß ungefähr, wo die Nacken der Gegner sind. Genau, die da und die da hinten noch. Okay, das sollte für Gold reichen. Das reicht sogar für Platin. Sauber. Perfekt. Aber knapp reicht das für Platin. Oh. 1,32 war erforderlich. 1,3178 habe ich. Boah. Das sind 2 Zehntelsekunden. Das ist gar nichts. Und da ist das C. Ja. Och, der kommt nicht. Ich kam jetzt noch nicht dran. Das macht aber nichts. Ich habe noch 2 weitere Versuche. Ein riesen Vorsprung auf unser Freund Mr. Tiny. Oder ne, Miss Tiny. Denn ist Mrs. Tiny. Und Mrs. Tingo Dai. Weil Mrs. Coco ist auf 4. Platz momentan. CTR-Chip, oder? Yes! Das war ein blauer. Passt doch zu Wasser. Oh, fuck. Gott, da jetzt habe ich die jetzt beide mitgenommen. Nein! Werd groß, werd groß, werd groß, werd groß, werd groß. Den Zweier nehmen wir mit. Da oben nehmen wir auch noch jetzt Zweier mit. Nein! Nein! Ganz schlecht. Den habe ich jetzt aber mitgenommen. Ah, schon wieder Blatt! Ah, das reicht aber von der Zeit her. So. Wir haben jetzt schon 21% geschafft. In nicht mal einer Stunde. Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Crash. Nee, Crash Team Racing. Also, ich wollte schon wieder ein anderes Spiel, glaube ich. Eigentlich Let's Playen, ja? Nein, natürlich nicht. Crash Team Racing, genau das zocke ich jetzt. Und oh, verdammt, da muss ich gleich nochmal lang fahren. Die da lautet Coco Park. Oh, die Schwester von Crash Bandicoot hat auch eine Strecke, ja. Obwohl. Yes, Coco abgeknallt. Das war ja gemein, wie die mich getroffen hat. Von Polar, so momentan nur 6 darüber. Ne, Coco. Schwesterlein. Glück allein. Guck mal hier, ich habe ein Geschenk für dich. Ja, genau. Meckern, gleich beschweren bei der Rennleitung. Könnte eine Strecke von Tiny gehören. Ich weiß nicht, ob der Tempel mag. Weil ich komme, wenn ich an diesen Polar dran. Da werde ich abgeschossen von Mr. Engine. Jetzt klauen die mir aber nicht das Item weg und ich nehme keins mit, ja. So, soweit bin ich auch schon. Miau. Ja, Tiger, wir wissen's. Dass du geil bist, ja. Dass du auf Crash gehst. So, Cortex, dann haben wir es auch wieder geholt. Alter, wer schießt denn da auf mich? Der Pflanze da, hallo? Alter, jetzt hat mir der Cortex echt so eine Chemieflasche vor die Linse gelegt. Okay, ein anderer hat nicht so viel Glück. Oh nein, jetzt habe ich so eine Regenwolke, die mich noch langsamer macht. Wer auch immer hinter mir ist, der kriegt eine Bombe in die Fresse. Sag ich ja. Einer kriegt diese Bombe in die Fresse, aber Engine hat es leider nicht bekommen. Jetzt aber. Und Akku, Akku. Hallo Coco. Ciao Coco. So, die Nitro nimmt bestimmt Coco mit. Sag ich doch. Nein! Was mache ich denn für einen Fahrfehler? Das war dumm. Oh, ich krieg gehabt. Aber wenn man da zu weit dran ist, dann kann man auch getroffen werden. Jawoll! Papu gelangweilt von blöden Schnecken, die langsam fahren. Papu will viel Action und zeigen allen Leuten, dass Papu ist weltbester Fahrer hier. Papu ist so, so schnell. Siehst nur seinen Staub. Ja, mal schon, wer welchen Staub frisst am Ende. Papu
Papu gewinnen? Papu möchte gewinnen? Das wird auch Papu, Papu. Sehr wahrscheinlich. So. Gleich mal zwei Raketen in die Fresse bekommen. Papu nicht sehr gut heute. Papu vielleicht nicht genug gefrühstückt. Du bist schnell für so klein. Ein Schlüssel für dich. Oxid, viel größeres Problem. Nicht so groß, aber eher viel mehr böse. Oh, geiles Deutsch. Dann speichere ich jetzt mal kurz ab. Wir sollten jetzt hier schon die 30% Marke geknackt haben. Ja. Also, ihr seht schon, das Abenteuermodus, das mache ich im knappen Speedrun eigentlich knapp.